Willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe der Survival Physik. Wir haben vorher über Blutdruck und Luftdruck gesprochen. Ich möchte jetzt hier nochmals das Thema Druck aufgreifen und hier mehr in Zusammenhang mit Druckverletzungen. Etwas sagen, Druckverletzungen. Vielleicht zuerst die Definition. Druck in der Physik ist Kraft pro Fläche. Und wenn Sie etwas zerstören wollen, zum Beispiel eine Scheibe einschlagen oder einen Knochen brechen oder was auch immer, ist das eigentlich immer der Druck, der das zerstörerisch, die zerstörerische Größe ist. Also wenn Sie beispielsweise eine Scheibe einschlagen wollen, dann ist die Kraft, mit der Sie auf die Scheibe schlagen, das ist von der Seite gesehen, natürlich schon wichtig. Aber wenn die Kraft jetzt auf eine große Fläche verteilt ist, dann wird das vielleicht nicht gelingen, die Scheibe einzuschlagen. Sondern Sie müssen versuchen, wenn Sie das möchten, mit der gleichen Kraft und einer Spitze auf die Scheibe zu drücken und dann geht die Scheibe hier in Brüche. Oder wenn Sie einen Nagel einschlagen wollen, ist es auch so, dass der Nagel nur dann in die Wand reingeht, wenn die Fläche des Nagels vorne klein ist. Das heißt, Sie haben dann die Chance, dass Sie dann auch wirklich mit dem Druck, der da vorne an der Spitze herrscht, den Nagel mit relativ wenig Kraft in die Wand hineinbekommen. Ein Reißnagel zum Beispiel, eine Reißzwecke da, die ist ja auch deshalb so, hier kommt der Finger drauf, nicht wahr? Da ist die Fläche groß, das heißt, im Finger passiert nichts, der Druck ist dann da klein, aber da vorne ist die Fläche klein, das heißt, das bringt sie dann locker in die Wand hinein. Also Druck wird dann groß, wenn die Fläche klein ist, das steht auch hier im Nenner, deshalb kleine Fläche A heißt großer Druck. Wenn ich also umgekehrt den Druck nicht so stark haben möchte, wenn ich keine Druckverletzungen haben möchte, muss ich schauen, dass die Fläche groß wird. Ein Beispiel dafür wäre, wenn Sie die Sicherheitsgurten beim Auto anschauen. So, das sind ja nicht einfach nur Seile, sondern das sind relativ breite Gurten, die dafür sorgen, dass eben dann die Kraft, die Gurten aufnehmen müssen, auf eine große Fläche verteilt wird, sodass dann hier im Inneren keine Wirbel zum Beispiel verletzt werden. Oder ein Boxhandschuh ist ja auch nicht unbedingt so geformt, weil er schön ist, sondern Sie haben dann auch die Chance, dass dann auch die an sich relativ feingliedrigen Finger, die da auch starke Druckpunkte erzeugen könnten, danach auf eine große Fläche ihren Druck verteilen, das heißt, ihre Kraft verteilen, das heißt, sie haben dann hier vorne einen kleineren Druck. Und so kann man sagen, dass generell Druckverletzungen reduziert werden, wenn also die Fläche groß ist. Man kann aber auch mit der Kraft was versuchen zu machen. Natürlich, wenn die Kraft klein ist, ist der Druck auch klein. Es ist die Frage, wie wird denn die Kraft, durch was wird die Kraft eventuell reduziert? Nehmen wir mal an, wir haben einen Autounfall, wo das Auto eine bestimmte Geschwindigkeit hat und danach gegen eine Mauer fährt. Das Auto hat eine Geschwindigkeit V und hat eine Masse M. Damit hat das Auto einen sogenannten Impuls M mal V. Und in der Physik lernt man, dass dieser Impuls, der dann von diesem Wert auf 0 reduziert wird, dieser Wechsel wird gemacht mit einem sogenannten Kraftstoß. F mal T schreibt man ganz einfach. Kraft mal Zeit. Also wenn die Kraft eine gewisse Zeit wirkt, dann kann damit dieser Impuls geändert werden. Das ist eigentlich das zweite Newtonsche Gesetz, etwas anders formuliert. Wir können sagen, V durch T ist ja A, die Beschleunigung, und dann haben wir hier Masse mal Beschleunigung gleich Kraft. Das ist sehr einfach ausformuliert. Also wenn ich einen sogenannten Impuls M mal V reduzieren will, das habe ich sehr oft, wenn ich also zum Beispiel auch irgendwo runterspringe oder so, habe ich ja meine Geschwindigkeit, die ich abbauen muss, dann bedeutet das, ich muss einen Kraftstoß machen. Das hier ist gegeben, also durch die Geschwindigkeit des Autos oder durch die Geschwindigkeit des Falles, ist diese Größe, kann man dann darüber nicht diskutieren, die ist einfach gegeben. Die Geschwindigkeit habe ich bekommen, entweder durch den Motor vorher oder durch das Fallen in der Luft. Da kann ich also nichts dran machen. Aber was ich ändern kann, ist, ich kann das Verhältnis zwischen F und T
manipulieren. Ich kann dafür sorgen, dass zum Beispiel die Zeit groß wird und damit dann die Kraft klein macht. Also doppelte Zeit, wo das Ganze, wo dieses Abbremsen stattfindet, bedeutet halbe Kraft. Also ich muss versuchen, den Stoß über eine lange Zeit zu verzögern. Und das macht man zum Beispiel, indem man Knautschzonen einbaut. Eine Knautschzone ist ein, sagen wir mal, irgendwie sowas, ist ein Polster, das nichts anderes macht, als diesen Stoß auf eine längere Zeit zu reduzieren. Ich habe das jetzt ein bisschen sinnbildlich dargestellt, dann kommt das Auto hier und macht dann hier über vielleicht eine Sekunde diesen Stoß, und das heißt, wenn die Zeit groß ist, ist dann die Kraft entsprechend klein. Nun, diese Knautschzonen, die kennt man auch aus anderen Bereichen. Man kann zum Beispiel sagen, ein Trampolin, was ja eine, solche gespanntes Tuch ist, das macht eigentlich nichts anderes, wenn dein Körper hoch und runter springt. Nicht, wenn wir das auf den Boden machen würden, hätten sie hier beim Boden diesen harten Boden, damit eine kurze Zeit. Das Trampolin, das sich da aber durchfedern, das kann dann diesen Stoß hier über eine längere Zeit verzögern, sodass dann auch der Körper keine große Kraft spürt oder einfach die Kraft spürt, die es noch aushalten kann. Auch wenn sie jetzt auf den Boden springen, also da ist ja so, dass sie beim Runterspringen ja dann in die Knie gehen, nicht wahr? Und damit auch dieses Zeitintervall, während dem da der Impuls abgebaut wird, dieses Zeitintervall zeitlich strecken. Und damit die Kraft, also damit die Kraft und dann letztendlich über diese Gleichung dann den Druck verkleinern. So finden Sie, wenn Sie mal ein bisschen schauen, viele Beispiele, wo sowohl durch das zeitliche Verzögern der Kraftwirkung als auch durch das Vergrößern der Fläche den Druck klein machen und damit dann Druckverletzungen reduzieren oder verhindern. Wie gesagt, der Druck ist die entscheidende Größe, die zerstört dann eventuell einen Knochen, die zerstört einen Boden, wenn der Boden eine bestimmte Belastung nicht überschreiten darf und so weiter. Es ist nicht die Kraft allein, es ist die Kraft pro Fläche.